your heart. And I won't let this plane go down. I never meant to make you cry. I'll do what it takes to make this fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best thing, alright. I'm gonna place my bet on us. I know this love is heading in the same direction. That's up. Hallihallo, ich habe heute endlich mal wieder eine Rezension für euch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Rezensionen sind im Februar viel zu kurz gekommen, was aber auch irgendwie daran liegt, dass ich die ganzen Rezi-Exemplare jetzt erst zum Ende des Monats gelesen habe. Zwei habe ich sogar noch angefangen hier, die werde ich heute oder morgen erst beenden. Also heute ist Sonntag, wenn ihr das Video seht, ist dann schon Montag, dann habe ich sie hoffentlich auch schon beendet, weil ich sie halt gerne jetzt komplett im Februar noch auslesen möchte, damit ich sie nicht mit in den März nehmen muss. Aber auf jeden Fall gab es deswegen irgendwie diesen Monat noch gar keine Rezension, glaube ich. Aber heute habe ich eine für euch und zwar geht es um Aquamarin von Andreas Eschbach. Dieses Buch habe ich zusammen mit Clary Morgenstern am Anfang des Monats gelesen und natürlich wird es auch von ihr eine Rezension geben, die sie dann auch heute hochlädt und ich werde sie euch im Verlauf des Tages natürlich unten in der Infobox verlinken und dann könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Wir waren uns relativ einig, was dieses Buch angeht, aber wie es uns gefallen hat, dazu komme ich gleich. Erstmal ein bisschen zum Inhalt. Hier geht es um die 16-jährige Saha, die vom kleinen auf halt beigebracht gekriegt hat, dass sie sich auf jeden Fall vom Wasser fernhalten soll, weil sie einen Geburtsfehler hat, der sie halt nicht ermöglicht, für längere Zeit ins Wasser zu gehen, geschweige denn zu schwimmen oder zu tauchen. Das macht Saha aber zu einer ziemlichen Außenseiterin, weil sie in Sea Haven wohnt, einer Küstenstadt in Australien, und diese Stadt vergöttert das Wasser, vergöttert den Ozean. Und jeder, der irgendwie nicht taucht oder schwimmt oder irgendwie was anderes macht, das mit dem Wasser zu tun hat, ist halt einfach ein Außenseiter und gehört nicht dazu. Und so hat es Saha nicht allzu leicht in ihrem Leben. Und eines Tages passiert dann etwas ziemlich Schreckliches, was sie dazu bringt, alles in Frage zu stellen, was mit dem Wasser und mit ihrem Geburtsfehler zu tun hat. Und sie beginnt halt nach Antworten zu suchen. Was sie dabei entdeckt ist, dass sie eine Gabe hat, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, die sie gar nicht haben dürfte, die halt so gar nicht existieren dürfte. Und sie fängt an, sich zu fragen, wer oder was sie eigentlich ist, wie sie zu dieser Gabe gekommen ist und sucht weiter nach Antworten, wobei sie ja bis in die tiefsten Regionen des Ozeans hinabtauchen muss und sich selbst dabei aber auch in ziemliche Gefahr bringt. Was sie dann am Ende herausfindet, das müsst ihr natürlich selber lesen, das werde ich euch jetzt nicht verraten. Clary und ich haben von diesem Buch sehr viel erwartet, wir waren da sehr gespannt drauf, wir hatten auch einfach Lust, in diese Welt abzutauchen, mal in eine Geschichte abzutauchen, wo das Wasser eine große Rolle spielt, wo vielleicht auch eine Unterwasserwelt eine große Rolle spielt, und haben voller Freude mit diesem Buch gestartet. Leider war es dann so, dass mir in diesem Buch irgendwie was gefehlt hat. Es ist eine sehr ruhige Geschichte, die jetzt keine großen Spannungsmomente hat. Sie ist deswegen nicht langweilig, aber mir war sie trotz allem ein bisschen zu ruhig. Ich mochte Saha als Protagonistin eigentlich ganz gerne. Sie ist 16 Jahre alt. Ich fand den einen oder anderen Moment, da wirkte sie so ein bisschen zu kindlich für diese 16 Jahre, so ein bisschen zu trotzig. Also da wirkte sie auf mich echt so ein bisschen wie so ein Kleinkind oder so ein verstimmter Teenager, der sie mit 16 Jahren eigentlich nicht mehr so sein sollte. Da sollte sie schon so ein bisschen rausgewachsen sein, dachte ich mir. Und auch ihr Freund, den sie dann trifft, wie hieß er denn? Ich habe seinen Namen vergessen. Ich glaube, es war irgendwas mit P. Pigrid, genau. Auch der wirkte auf mich hin und wieder so ein bisschen zu kindlich für 16 Jahre. Das war aber nicht so das große Problem. Ich fand auch die Weltgestaltung sehr interessant. Was man halt im Klappentext nicht entnehmen kann, ist, dass das Ganze in einer Zukunft spielt. Zwar einer Zukunft, die nicht allzu weit entfernt ist, in der aber doch einiges so ein bisschen anders ist als jetzt bei uns in dieser Zeit. Ich fand das durchaus so realistische Veränderungen. Es ist halt keine, es ist jetzt nicht total dystopisch oder apokalyptisch. Das sind halt so,
ja, so Grundzüge der Welt, die sich so ein bisschen geändert haben und so ein paar Sachen, die es gibt, die es halt in unserer Zeit nicht gibt, aber es ist jetzt nicht so eine komplett neu gestaltete Welt. Von daher war das ganz angenehm, da brauchte man noch keine großen Erklärungen, um das zu verstehen, die gibt es ja auch nicht. Also es gibt so ein paar Abschnitte, wo halt mal beschrieben wird, wie es zu den verschiedenen Sachen kam, wie sich die Welt so entwickelt hat, wie sie jetzt ist, aber das reichte dann auch. Mein Problem war einfach bei diesem Buch wirklich, dass es ja, so ein bisschen vor sich hin dümpelte. Es fehlte einfach was. Es fehlte was an Spannung. Es kam halt nie wirklich Spannung auf. Es war immer alles auf dem gleichen Level. Selbst wenn Zaha dann so einen Moment hatte, wo sie irgendwas total Entscheidendes herausgefunden hat. Oder auch bei diesem Vorfall, der das Ganze erst ins Rollen bringt. Ja, schon bedrohlich, aber es kam einfach nicht wirklich Spannung auf. Noch dazu fand ich, war das alles ziemlich vorhersehbar. Also ich habe mir anhand des Klappentexts natürlich schon so ein paar Gedanken gemacht, hatte so eine Ahnung, in welche Richtung es geht, die sich auch bestätigt hat, auch wenn die Hintergründe ganz andere sind, als ich mir das anfangs gedacht hatte. Aber selbst das konnte mich nach einiger Zeit nicht mehr überraschen und die Geschehnisse fand ich total vorhersehbar und es gibt so Situationen, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es wird am Anfang des Buchs etwas erwähnt, was halt wie so eine Beiläufigkeit wirkt, wo man sich aber schon denkt, warum wird das jetzt erzählt? Das muss ja dann doch irgendwie was bedeuten. Und später war es für mich dann in dem einen Moment total offensichtlich, was als nächstes passiert, was Zaha als nächstes herausfindet durch diesen Moment am Anfang. Also da hat das Buch mir praktisch, ohne es wahrscheinlich zu wollen, schon vorher was vorweggenommen, sodass das am Ende mich überhaupt nicht mehr überraschen konnte und ich der Protagonistin eigentlich schon zwei Schritte voraus war. Und das war echt schade. Am Ende wurde es so ein bisschen besser. Es gibt ein, ja, sagen wir, ein großes Finale, wo die Spannung tatsächlich mal ein bisschen ansteigt. Aber das konnte es für mich dann auch irgendwie nicht wieder gut machen, dass es am Anfang so vor sich hindümpelte. Man wartet halt die ganze Zeit, dass etwas passiert. Und auch wenn es so ganz interessant ist, Zahas Weg zu verfolgen, reicht es einfach nicht. Ich habe dem Buch letztendlich trotzdem 3 Sterne gegeben, weil es halt, ja, abgesehen davon wirklich eine gute Geschichte ist, eine in sich stimmige Geschichte, weil sie gut gestaltet ist, weil ich die Welt ist gut gestaltet, ich mochte den Schreibstil sehr gerne, er liest sich halt wirklich gut, aber es fehlte mir einfach so ein bisschen was noch an Geschehnissen, gerade am Anfang passiert irgendwie nicht allzu viel, es dauert so ein bisschen, bis das alles in Gang kommt, es fehlte mir so ein bisschen was an Spannung und ich glaube, man hätte den ein oder anderen Moment, den es hier gab, spannender gestalten können, wenn er noch ein bisschen unvorhersehbarer einfach gewesen wäre. Also für mich war das alles, was passiert ist, dann schon im Laufe der Geschichte immer klar und konnte mich einfach leider nicht überraschen. Ja, trotzdem 3 Sterne ist ja so dennoch eine durchschnittliche Bewertung, also schlecht ist das Buch auf keinen Fall. Man kann es schon lesen, man sollte halt einfach nicht zu viel erwarten und ich denke, dann geht das schon. Clary und ich waren da so ziemlich einer Meinung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie es bewertet hat. Da guckt ihr am besten mal bei ihrer Rezension, vielleicht erwähnt sie auch noch den einen oder anderen Punkt, den ich jetzt vergessen habe. Ansonsten würde mich sehr interessieren, wie euch das Buch gefallen hat. Ich weiß von ein paar Leuten, dass es denen sehr gut gefallen hat. Vielleicht ging es euch ja genauso, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben, was euch besonders an diesem Buch fasziniert hat, was euch besonders gefallen hat. Oder wenn es euch so ging wie mir, warum hat euch das Buch nicht gefallen? Ich freue mich auf eure Meinungen und ich hoffe, dass ich sonst allen anderen, die dieses Buch noch auf dem Sub haben, vielleicht die Entscheidung erleichtert habe, es zu lesen oder zumindest dafür gesorgt habe, dass ihr ja mit entsprechenden Erwartungen an das Buch geht. Und ansonsten war es das von mir und von diesem Buch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Fly. Oh, you gotta hold on to what you're feeling. That feeling is the best.